Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und zwar gehe ich heute mal auf einen Community-Vorschlag ein. Und zwar Pussy Style hatte mich unter dem Video von dem Squad um Hakan Çalhanoğlu gefragt, ob ich so ein Team-Line-Up mehr oder weniger nicht mal auch mit dem FRS-Team machen könnte. Einfach cool zu sagen, wie mir wer gefällt, was ich da eventuell auf der Position ändern würde, dies, das eben. Und das mache ich heute einfach mal. Ja, im Tor haben wir Eicher. Ist ein solider Keeper, würde ich sagen. Natürlich jetzt nichts Brillantes. Man muss jetzt hier auch sagen, wir sind natürlich noch relativ low unterwegs. Aber er gefällt mir eigentlich relativ gut. Hat auch gerade, ich glaube, in seinem ersten Spiel, das er für uns gemacht hat, extrem gut gehalten. Da zum Schluss noch irgendwie den Ball gehalten, damit es dann irgendwie nicht unentschieden stand oder weiß was ich, wie das war. Genau, also Eicher auf jeden Fall. Bis jetzt sehr solider Torhüter, reicht auf jeden Fall für unsere Gegner aktuell auch noch aus. Ja, Klostermann ist ja noch nicht so lange im Start. Wir sehen es ja, ein Spiel gerade mal für unseren Verein gemacht. Den habe ich hauptsächlich deswegen geholt, einfach damit auf der Seite der etwas langsamere Klotz, unser rechter Mittelfeldspieler, ein bisschen unterstützt wird. Ist so gesehen jetzt natürlich nicht der Top-Verteidiger, also noch nicht. Natürlich spielt er auf der rechten Verteidigerposition, aber könnte natürlich defensiv und physische Werte besser dastehen oder mit besseren Werten dastehen. Ist aber auch fast 1,90 groß und von dem her mit 90 Pace noch dazu, ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Ja, Kaku Talua dann von dem VfL Bochum ist auch ein Verteidiger, den habe ich mehr oder weniger mal so rangeholt. Einfach zum Upgraden, ist jetzt natürlich auch nicht ein Wahnsinnsspieler, aber reicht auch noch aktuell für unser Niveau auf jeden Fall aus. Dann Franke ist eher einer, den habe ich gekauft wegen der Physis, weil ist natürlich jetzt nicht der schnellste, defensiv könnte man auch mehr rausholen, aber er ist halt auch 1,93 groß mit 73 Physis, kann der da auch den ein oder anderen Kopfball gerade bei Standards oder vor allem Ecken halt einfach mal einen Ball auch rausschlagen, beziehungsweise rausköpfen besser gesagt, und deswegen Franke hier im Team. Ja, rechts haben wir da André, so, ich bleibe mal bei André, ist sicher. Ja, ist vom Pace her, ich denke, für den Linksverteidiger in Ordnung, auf jeden Fall, ich meine zumindest besser als Holthaus, der hatte, glaube ich, nur 70. Defensiv aber auch natürlich hier in der defensiv generell, ist jetzt von den vier hier hinten keiner als überragend, also da wird sich aber auch in nächster Zeit erstmal nicht so viel tun, weil ich denke, wenn wir jetzt in den Ligen weiter aufsteigen, sollten wir uns erstmal ums Mittelfeld kümmern. Und da machen wir jetzt auch direkt weiter. Ja, Sobotka dann von der Fortuna. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der spielt sogar im Real-Life-Stamm oder wird zumindest öfters des Öfteren mal eingewechselt. Falls hier irgendein Fortuna-Fan sein sollte oder das Video sehen sollte, kann er mich da gerne korrigieren, insofern das nicht stimmen sollte. Ja, gefällt mir eigentlich hauptsächlich deswegen, weil er relativ groß ist und trotzdem, ich sag mal, relativ athletisch daherkommt. Aber ja, auch einer, der auf jeden Fall ausgetauscht wird, hat jetzt keine speziellen Werte oder hat für mich jetzt auch noch nichts gerissen, wo ich sage, oh, der bleibt im Team. Ja, links haben wir dann einen auf der linken zentralen defensiven Mittelfeldposition. Haben wir schon einen, den würde ich länger behalten, und zwar ist das Mahmoud Dahoud. Ich wollte gerade schon Mohammed sagen, und da ist mir eingefallen, er heißt nicht Mohammed. Mahmoud Dahoud. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Spieler, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Spielt auch öfters mal einen öffnenden Pass. Das im defensiven Mittelfeld immer schön anzusehen ist, wenn das einer kann. Das nimmt einem oft auch die Schwierigkeit, irgendwie mal ein Spiel aufzubauen. Und dementsprechend Dahoud einer der letzten Bronzespieler oder wenn nicht sogar der letzte Bronzespieler, der ausgetauscht wird. Ja, links haben wir dann Bandowski. Auch relativ groß, aber habe ich natürlich hauptsächlich wegen seinem Pace auch angeheuert. Und wir sehen, es funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn du 12 Spieler hast und machst da 8 Scorer-Punkte, ich denke, das ist in Ordnung. Wie gesagt, ist halt hauptsächlich wegen seinem Pace dort vertreten. Hat auch noch eine relativ gute Physis und ja, Passwert ist grenzwertig. Aber, und da komme ich jetzt zu dem Problem, deswegen habe ich hier hinten auch Klostermann, weil Klotz eben jetzt nicht der schnellste ist. Natürlich ein bisschen kleiner, aber auch der mit 6 Scorer-Punkten, denke ich, noch im akzeptablen Bereich. Allerdings finde ich, dass Klotz einen guten Longshot hat. Und da gleichen die zwei sich so gesehen wieder aus. Bandowski ist eher so der schnellere Part, ist dafür im Abschluss jetzt nicht so überragend. Hat zwar natürlich seine Tore gemacht, aber ich habe den jetzt noch nie irgendwie so schießen sehen, wo ich mir dachte, oh mein Gott.
Und da ist Klotz natürlich jetzt eher so ein bisschen die langsamere Variante, aber dafür halt auch Schuss irgendwie besser angesiedelt. Ich weiß auch nicht, aber gefällt mir einfach. Ja, dann als Zehner haben wir Vollmann von den Löwen. Und den habe ich mir geholt, weil er 4 Sterne Skills hatte. Und ich dachte, ja, 1100 Coins, ne, ist, denke ich mal, kein Ding. Und wir sehen es, Freunde, also ne, 11 Spiele, 7 Tore und 11 Vorlagen. Also der Kauf hat sich auch mal richtig gelohnt. Hat auch keine schlechten Werte, ne? Ich meine, fast ein 80er Tempo, 75er Dribbling mit 4 Sternen Skills, ist das in Ordnung. Schuss könnte natürlich noch ein bisschen besser sein, passen natürlich auch. Aber noch eine 71er Physis, also ich denke, der Kollege geht auch auf jeden Fall klar. Und dann vorne im Sturm natürlich die Wahnsinnsverpflichtung schlechthin. Bobby fucking Wood, 3 Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen für 850 Coins. Und den habe ich mir einfach geholt, erstens, weil er ein bisschen besseren Abschluss als Schröter hat. Und natürlich auch, weil sein Pace überragend ist. Also der kann halt auch einfach mal ein Toro zünden, dann ist er auch mal weg. Und er ist jetzt halt nicht irgendwie so ein 1,60-Typ wie Gio Winko beispielsweise. Der kann auch mal einen Körper ein bisschen reinstellen. Natürlich jetzt nicht der Stärkste, aber der kann zumindest mal ein bisschen dagegen halten. Und ja, bis jetzt, finde ich, funktioniert das doch mit dem Squad eigentlich ganz gut. Ja, morgen gibt es ja dann den nächsten Part. Und da wird dann natürlich ja, auch mal geschaut, was sich so upgrade-technisch dann machen lässt. Das seht ihr dann allerdings erst morgen. Ich würde einfach sagen, falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Falls nicht, lasst es bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüssen.